Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind bei einem wichtigen Thema angelangt. Aufgerufen wurde der Tagesordnungspunkt, der Antrag der Koalitionsfraktion, unabhängige Wohnberatung im Saarland flächendeckend anbieten. Wir sind zwar auch im Nachmittag schon weit vorangekommen, aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist es ein Thema, das wir auch gerade, wenn ich an heute Vormittag denke und wenn ich daran denke, dass es im Nachtragshaushalt auch, ich zitiere auch gern unsere Ministerpräsidentin, um Zukunft, um Lebensentwürfe der Saarländerinnen und Saarländer ging, geht es auch heute darum, auch in unserem Antrag. Wir wissen alle, wir sagen es in Reden, wir stellen es fest, wenn wir unterwegs sind, dass die meisten Menschen, die uns das sagen, von denen wissen wir das, auch von den anderen. Und ich glaube, wir können das auch alle nachempfinden. Auch wir wollen alle alt werden in unserer Häuslichkeit. Und so lange wie möglich in unserer eigenen Häuslichkeit, am liebsten natürlich mit den Familienmitgliedern, so lange wie möglich verbleiben, am besten auch sterben. Ich denke, das geht den meisten so. Und von daher ist es auch ganz wichtig, dass wir uns gemeinsam mit den Menschen auch der Frage stellen, wie sieht denn eine Häuslichkeit aus, wenn ich dort bis zum Ende meines Lebens verbleiben möchte. Das Altwerden hat viele schlechte Eigenschaften auch an sich. So, wenn man mit den Menschen redet, die sich dort befinden, die sagen ja auch noch nicht mal, dass das Altwerden das Schlimme ist, sondern das Altsein sei genau die Herausforderung, den wir uns hoffentlich, ich wünsche uns allen, dass es uns auch so vergönnt ist, auch wir uns stellen müssen in unserer Zukunft. Upsa, Entschuldigung. Und das Altwerden hat viel mit Gebrechlichkeit zu tun, hat viel damit zu tun, dass wir uns nicht mehr so bewegen können, dass wir oft aufgrund von Gebrechen und Krankheit auch auf Pflege angewiesen sind. Und das erleben auch viele unserer Bürger, Bürgerinnen schon in jüngeren Jahren, wenn es darum geht, wenn ich mit einer Behinderung zu leben habe. Also von daher eine Herausforderung für viele Menschen in unserem Land. Und wir sehen es dann auch als notwendig an, dass wir gerade den Menschen rechtzeitig auch beistehen müssen in ihrer Vorbereitung auf diese Lebensphase. Das heißt, dass wir eine Wohnung haben, eine Häuslichkeit haben, die uns auch darin unterstützt, gerade in baulicher Art auch, dass wir dort leben können. Es geht uns um eine baufachliche, um technische, gerontologische und förderrechtliche Kompetenzen letztendlich auch, die wir in diesem Bereich sichern wollen. Gerade aus dem Grund heraus, weil es uns ein Anliegen ist in der Koalition, haben wir das ja auch in unserem Koalitionsvertrag vereinbart. Wir wollen eine flächendeckende Wohnberatung, eine unabhängige Wohnberatung in unserem Land auf den Weg bringen. Und dazu, denke ich, ist unser Antrag auch hilfreich in der Frage, dass wir auch dann das Ziel oder die Vereinbarung unseres Koalitionsvertrages umsetzen wollen. Es gibt ja auch Berechnungen, es gibt ja auch Länder, NRW haben wir angesprochen, auch in unserem Antrag, dass dort schon entsprechend eine Wohnberatung umgesetzt hat. Und ich denke, es gibt ja auch Zahlen, für NRW bezogen waren das, dass man dort errechnet hat, dass allein, wenn man mit einer Pflegestufe damals noch, weil das war aus 14, da gab es noch nicht die Grade 1, in einer Pflegedauer um einen Monat verkürzt, in der Häuslichkeit verbleiben kann, es Einsparungen von 45 Millionen geben soll. Auf Bundesebene berechnet, bundesweit, kommt man auf Zahlen um 220 Millionen. Wenn wir das allein nach dem Königsteiner Schlüssel runterbrechen auf unser Land, dann kommen wir auf einen Betrag von 2 Millionen Euro. Und einzusparen natürlich für die Pflegekassen an der Stelle oder auch für die Träger der Grundsicherung, die ja ebenfalls in den Bereich der Pflegekosten mit herangezogen werden und Familien natürlich, die ebenfalls dort mit herangezogen werden bei den Kosten der Pflege. Und das, meine Damen und Herren, denke ich, macht ja auch deutlich, selbst wenn wir diese Summe nicht einsparen, so denke ich, kann man doch einen großen Teil einsparen in dieser Frage, abgesehen davon, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, ihr Lebensziel letztendlich umzusetzen und es auch zu erleben. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis in der Frage.
Und wir haben ja auch in dem Bereich, um den Menschen das zu ermöglichen, in ihrer Häuslichkeit zu bleiben, schon viel erreicht. Wir haben ambulante Strukturen geschaffen. Wir haben Entlastungsmöglichkeiten landesweit geschaffen für den Menschen, um ihnen Hilfestellung zu geben. Wir wissen ja auch das nochmal die Zahl an der Stelle, 2/3 aller Menschen im Alter werden zu Hause gepflegt und nicht in Einrichtungen. Und von diesen 2/3 werden 1/3 von ambulanten Pflegediensten, Einrichtungen gepflegt und 2/3 von Familien, von Angehörigen oder Freunden. Also ich denke, auch das sind nochmal Zahlen, die wichtig sind, in diesem Zusammenhang zu nennen. Ich verkenne nicht und sage das ja auch an der Stelle, wir kennen ja die Diskussion auch mit den Pflegekassen. Wir haben ja in der Struktur, auch das ist wichtig, habe ich vergessen zu sagen, wichtiger Bestandteil natürlich in der schon bereits aufgebauten Struktur sind ja auch die Pflegestützpunkte, die ja ebenfalls von den Pflegekassen und von den Kreisen, Regionalverband mitgetragen werden. Und wir haben ja auch in unserem Koalitionsvertrag diese Finanzierungsmöglichkeit als anstrebenswert bezeichnet. Und ich denke, wir laden ja auch in unserem Antrag nochmal die Partner ein, diese Diskussion mit uns zu führen, beziehungsweise auch mit der Regierung, um zu diesem Ziel zu kommen. Ich verkenne nicht, dass die Pflegekassen, wir haben ja auch schon diskutiert, auch die in dem Bereich unterwegs sind, dass die auch zum Teil sagen, wir haben schon die Pflegestützpunkte, die wir entsprechend finanzieren. Wir sehen hier nicht die Notwendigkeit, auch noch eine Wohnberatung, eine unabhängige zu finanzieren. Diese Aufgabe wird von Pflegestützpunkten wahrgenommen. Dem ist so. Alle Beratungsstellen, alle Berater in den Pflegestützpunkten oder auch im Auftrag der Pflegestützpunkte tun das. Aber das ist keine Beratung von Fachmenschen wie Architekten, bautechnischer Art, beziehungsweise auch dann nochmal darüber hinaus von finanzieller Art in der Frage, auch zu helfen, wo sind Förderprogramme und Ähnliches. Von daher denke ich, ist es wichtig, eine solche Wohnberatung mit auf den Weg zu bringen, unabhängig. Es gibt ja auch Partner, der VDK und auch die Verbraucherzentrale haben sich ja auch auf den Weg gemacht, einen solchen unabhängige Wohnberatung zu führen, zu initiieren. Das sind gute Partner, denke ich, in der Frage. Die sind in der Frage Unabhängigkeit entsprechend angesehen landesweit. Die sind vernetzt auch in der Fläche. Und ich denke, das wären gute Partner, die uns da helfen können, dieses Vorhaben auch umzusetzen. Von daher, denke ich, sollten wir weitermachen in der Frage. Ich bitte hier um Unterstützung für unseren Antrag, dass wir diese unabhängige Wohnberatung auf den Weg bringen, auch im Hinblick auf das Finanzierungsmodell, das angesprochen ist. Wir wünschen uns eine professionelle Wohnberatung im gesamten Land. Dazu gehört aber dann auch der Gang der Wohnberatung in die Fläche, sprich in die Landkreise, in die Pflegestützpunkte, um dort Ansprechpartner zu sein. Ich denke, hier geht es auch um Prävention, weil wir bieten ja auch die Pflegestützpunkte den Menschen an, die sich frühzeitig darum kümmern wollen, wie kann es bei mir in einer Pflegesituation aussehen. Also in dem Sinne denke ich bitte darum, unterstützen Sie unseren Antrag und vielen Dank.